Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Dienstag, Feiertag, 1. Mai. Richtig chillig. Hab Videos hochgeladen, check die ab. Hab das Gewinnspiel aufgelöst. Glückwunsch an Sam Jonas oder Jonas Sam. Hat sich bereits bei mir gemeldet. Und zufälligerweise, lustigerweise auch, eine Menge Fake-Accounts mit demselben Namen. Dann haben wir noch einen Livestream gemacht. Das neue Harry Potter-Spiel haben wir getestet. Hogwarts Mystery. Muss ich ehrlich sagen. Das Spiel taugt überhaupt nicht. Keine Ahnung, wie Spieletrend das so zocken kann. Aber bei ihm läuft's. Glückwunsch. Viel Spaß. Mir taugt's echt überhaupt nicht. Ich muss mal abchecken, das Thumbnail hier ist falsch. Muss ich mal aktualisieren. Auf jeden Fall muss ich jetzt ein paar Sachen erledigen. Erstmal zur Bank. Und dann mache ich noch meinen täglichen Break. Und dann schauen wir uns noch so ein paar Ergebnisse vom Event an. Neues Update gibt's auch. Darüber können wir auch noch ein bisschen reden. Jetzt erstmal auf zum Raid. So, bei der Bank angekommen. Ich wollte gerade filmen, aber da sind Leute drin. Schlechtes Timing, auf jeden Fall haben wir hier erstmal ein Zweierei. Und. Mann. Der hätte shiny sein können. Der hätte echt shiny sein können. Aber wie ihr seht, genug Bonbons haben wir von denen. Auf jeden Fall ist hier der Raid. Wie gesagt, gehen wir Geld abgeben und dann auf zum Raid. YouTube Money, yay! So, setzen wir uns mal kurz, bis der Raid anfängt. Ein paar Minuten haben wir noch. Event zu Ende. Ich habe kein Shiny Walmer gefangen. Schreibt unten in den Kommentare, ob ihr einen Shiny Walmer habt. Aber ich blende es hier mal ein. Dafür habe ich einen anderen Shiny gefangen. Und zwar Shiny Flunkiefer. Habe in der Woche vermehrt Flunkiefer-Raids gemacht. Erstens, weil einfach irgendwie vermehrt Flunkiefer-Raids da waren. Und zweitens, weil ich auf der Jagd bin. Ihr wisst, also nicht auf der Jagd nach Shiny Flunkiefer, sondern nach 100%, 8,48. Aber einen Shiny nehme ich gerne mit. Kann man sich nicht beschweren. Habe ich den jetzt auch gefangen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon einen Shiny Flunkiefer habt. Ansonsten, eventtechnisch. Ich glaube, wir machen erst den Raid. Dann schauen wir uns ein paar Sachen an. Wie viel Staub habe ich jetzt noch? Was werden wir als nächstes pushen? Wie viele Bonbons habe ich gemacht? Megaplar ging ab, Quapsel ging ab. Was gab es sonst noch so? Funpi war auch am Start. Checken wir die ganzen Bonbons ab und dann reden wir allgemein über das Event und was sonst noch so kommen wird. Alter. So, setzen wir uns doch nochmal. Hab noch ein bisschen Zeit bis zum Raid. Schauen wir uns doch noch die Statistik hier an. Event an sich, top, hat mir sehr gut gefallen. Wem gefällt nicht? Dreifach Staub. Mit Sternstück 4,5, also war echt heftig. Ich habe jeden Tag, also ich habe ein paar Tage gezockt, jeden Tag so um die 150.000 gemacht. Wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Das hätte man echt richtig krass ausnutzen können. Also damals, zu den süchtigen Tagen, hätte mir da jemand erzählt, 4,5-facher Staub-Event. Also. Und jetzt, ja, jetzt. Hat man es halt mitgenommen, so viel es geht, aber Begeisterung war jetzt nicht so krass. War schon da, aber jetzt nicht so krass. Also Lavita gab es ein paar, habe ich auch ein paar gefangen. Aber da hatte ich eh schon viele Bonbons. Servus. Es gab sogar einen Fehlalarm. Da hat einer in Unterföhring geschrieben, dass da ein 100er war. Ich war in der Arbeit, ich dachte mir, okay, soll ich jetzt da hingehen? Habe mich dazu entschlossen, nicht hinzugehen. Und was war? Er hat sich verlesen. Das war kein 100er, sondern der hatte die besten Werte, also alle drei. KP, Angriff, Defense, aber dann kam nur der zweitbeste Satz, also nicht 15, es war nicht mal 14, es war 13, 13, 13. Der kam öfters, habe ich ein paar Bonbons jetzt gesammelt, wie gesagt, Megaplar ging ab, 1200, ich hätte ein paar behalten sollen, damit ich die für EP entwickeln kann, aber ich habe keinen Platz mehr im Beutel. Was gab es sonst noch so? Den habe ich geschlüpft, habe ein paar schon entdeckt und... Die anderen Sachen habe ich glaube ich alle weggeschmissen. Rihorn ging auch ab.
Habe ich ein paar gesammelt. Ich hatte schon viele Bonbons, also ich habe gar nicht so viele gesammelt. Ich habe sogar welche entwickelt für EP, damit die Bonbons mal runtergehen. Aber der kriegt noch eine krasse Weiterentwicklung. Und den gibt's noch. Quapsel, über 1000 Bonbons. Mir fällt gerade nicht ein. Funpi habe ich ein paar gesammelt, aber brauche ich eigentlich keinen mehr. Ich habe 100 da, ich habe genug Bonbons. Der ist beinahe Max. Zweimal kann ich den noch pushen, das heißt 30 Bonbons brauche ich nur. Ansonsten war es das eigentlich vom Event und von mir. Also von mir noch nicht, ich mache noch den Latias Raid da vorne. Und dann war es das von mir. Wir haben noch keinen guten. 93, 15 Angriff, beste bisher. 96er, 13, 15 Angriff, leider abgehauen. 19, 23. Mal schauen, ob ich noch einen bekomme. Bis Ende der Woche ist er, glaube ich, noch da. Keine Ahnung, bis zum 8. Ich weiß gar nicht, was der 8. ist. Ich glaube, Montag oder Dienstag sogar. Immer stolz aus, Mann. Den muss ich echt mal maxen. Der wird immer ausgewählt. Alter. Oder einfach nie wiederbeleben. Gunbull, Max, beste. Das schätze ich Gunbull. Der Wurf aber drin geblieben. So. Alles klar. So. Wildes Lavita. Das sind jetzt so die Highlights ohne Map. Was will man tun? Mehr zu Maps demnächst. Also übermorgen oder so.
falls ich den erstmal bekomme. Ich weiß nicht mal, wieso ich gelbe Burger schmeiße. Ich will über 1000 Bonbons davon. Guck mal, diese Geier. 1000 Kind. Okay, rosa Burger. Wenn er so rumzickt. Die kleine Zicke. So. Yay, La Vita. Wuhu. Oh, Wetterbonus für die Quest. Immerhin. So, das war's von mir. Lati ist gefangen. Was will man mehr? Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Shiny Weimar habt und wie ihr das Event fandet. Habt ihr viel Staub gemacht? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.